Gibt's irgendwo Sand? Bin ich bekloppt? Im Blaro gibt's Sand. Da. Einmal Glas bitte. Zehnmal Glas bitte. Davon kann man nie genug haben. Schweißertisch. So. Deppisches Fleisch muss weg. Ja, erstmal petzt doch noch, dass ich aus Versehen Ausrufezeichen Points in unseren Chat drin geschrieben habe. So, schwarzer Tisch. Ich glaube, die Kiste muss weichen. Bin ich einfach mal Holz produzieren? So. Was kann man denn hier bauen? Holzlore, Metallfeder, Wärmebatterie. Bitte was schien? Kanone. Eine Wärmebatterie, drei Holz und ein paar Eisenbahnen. Gut. Ich mache jetzt bloß ein paar, weil das ist das, ne? So, jetzt müsste es glaube ich erstmal reichen, wenn wir mal 20 Stück wieder haben, ne? Wie viel können wir denn eigentlich noch machen? Oh, noch mehr als hier noch. Gut, machen wir 30. Man weiß ja nie. So, eine Wärmebatterie bitte. Eine Laterne machen. Cool. Hat sonst nichts. Was macht man, wenn man eine Metallfeder macht? Nichts. Jetzt fehlt mir gerade nur noch Holz für diese Scheißkanone. Wollen wir ein paar Setzlinge farmen gehen? Ja komm, gehen wir ein paar Setzlinge farmen, aber vorher. Packen wir das Zeug mal weg. Was wir gerade nicht brauchen. Dann gehen wir mal ein paar Setzlinge farmen. Irgendwo ums Lager herum müssen doch die ganzen Scheißbäume dann wachsen, oder? Was kriegt man denn bitte schon hier raus? Setzlinge, das freut mich doch mal. Oh, hier raus kriegt man bloß Stöcker, wa? Ja. Oh, Hilfe, ich werde verfolgt. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Hey, Hase. Hallo, toter Hase. Das war jetzt ein toter Hase. Da, da, da. Feuer tanzt auf dem Schild. Das Schild fängt nicht an mit Brennen. Logik? Kein bisschen. Ja, noch von euch müsste doch mal so ein Setzling stoppen, oder? Keiner? Das wird's Wucher. Hier kommt gleich wieder die Hand des Grauens.
Ich mach dich alle. Ich kann mich zwar nicht bewegen, aber ich werf mit Feuerbällen nach dir. So, wir haben jetzt 7 Setzlinge, das müsste jetzt erstmal reichen. Platzieren wir sie einfach mal überall ums Lager herum. Warte mal, ich platziere auch mal einmal hier. Immer so zum Gucken. Ich weiß ja nicht, ob ich die gießen muss oder so weiter. Platz hier einfach welche ins Lager rum. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt gehen wir schlafen. Also, ich würde die Kanone, die du erfunden hast, dafür genau das richtige Material dafür herzustellen, braucht ziemlich selten. Aber irgendwo hier müssen sie sich ja noch finden sein, oder? Wenn dir das Holz ausgeht, sollte, wieso lässt du es dann nicht einfach nachwachsen? Besorg dir ein paar Setzlinge und pflanze sie ums Lager herum an. Dann hast du bald Holz in Hülle und Fülle. Benutze den schwarzen Tisch. Wie viele Nächte brauchen die, um zu wachsen? Olli, der Gärtner. Ne, ich habe keinen grünen Daumen. Sorry, Dave. Bin ich blöd oder warum wachsen die nicht? Ich fühle mich gerade leicht verarscht von diesem Spiel. Wie sieht es mit dem Ding aus hier drinnen? Ist auch noch nicht gewachsen. Gut, dann machen wir es mal anders. Dann nehmen wir jetzt mal einen Setzling. Nehmen wir dich. So, und dich platzieren wir mal genau, ich würde sagen, hier hin. Auch Holz. Das Holz, was ich dann in den anderen Gegenden gefunden habe, in den Kisten, sollte nicht für die große Kiste da sein. Das sieht man an den Bäumen. Ah, okay, gut. Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Es sagt zu mir, platziere sie um das Lager herum. Dann hast du bald Bäume und Hülle. Das ist doch, das hier ist um das Lager, was ich hier gemacht habe. Nicht ins Lager, sondern, leck mich doch. Ja, geht doch. War das jetzt so schwer? Kackbäume.
Oh, der war noch nicht ausgewachsen. Ich glaube, ich habe gerade einen Setzling verschwendet. Da, da, da. Also bauen die doch zwei Nächte dafür gut. Und jetzt? Ah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nein, nein, danke, ich brauche Holz. Give me Holz. Holz, danke. Gib mir Kanone. Und dafür brauche ich Lavabäcke. Okay. Ich will gleich mehrere Kanonen machen, weil ich weiß gerade nicht, ob ich mehrere brauche. Kaum macht man es richtig, schon geht's auch. Dave, du klingst gerade ein bisschen herablassend, weißt du das? Das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Au. Mir ist gerade eben eingefallen, ich hätte die auch woanders abbauen können. Was, Dave soll Weizer machen? Weizer Bier? Ach, weiter. Ach, erstmal findest du das lustig? Das finde ich aber nicht sehr nett von dir, weißt du das? Ich kann dir auch ganz schnell dein Motto. Der Spruch kommt immer gut. Mein Holz! Ich find's lustig, mein Holz liegt auf der Lava. Was passiert? Es verbrennt. Haha. Es verbrennt nicht, sorry. So. Ja. So viel zur helfenden Hand. Aha. Ha ha. Ha. Gott. So, wenn man das jetzt nicht ausreicht, werde ich auch nicht mehr Kanonen machen. Ich glaube, Dave hat das bestimmt auch öfters irgendwie zu seinen Clan gesagt, beziehungsweise auf Arbeit und so weiter zu den neuen. Schon mal etwas. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Die Kanone will ich behalten.
So. Schwarzer Tisch. Mach mir Kanonen. 5 Stück. Die müssen das mal ausreichen. Die Polizei hat aufgehört mit Suchen. Ihr könnt wieder eure Points einsetzen, ja, ja. Ich bin gerade überlegen, mach ich da gerade noch mit? Komm, mach ich da mal kurz noch mit. Wie viel habe ich denn? Gut. Erstmal all in gehen. So, jetzt haben wir die Dings gebaut. Jetzt können wir doch mit dem reden. Hey, Kollege. Heiliger Bimgam, Chico. Ist das da eine der taschene Kanone? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Schuss aus dem Ding wird Kleinholz aus dem Gitterstäben von Barbarellas Zelle machen. Barbarella, jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Lass von diesen fiesen Monster nicht unterkriegen. Hä, nanu? Was ist denn los, Chico? Barbarella ist schon so gut wie gerettet und du machst ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Du fragst dich, wie die Monster wohl von ihr wissen wollten, als sie Barbarella verhört haben. Potztausend, Chico, ist das alles? Mach dir doch wegen so einer Kleinigkeit nicht gleich ins Hemd. Das Einzige, was für mich zählt, ist, dass wir Barbarella gesund im Unter zurückkriegen. Und langsam ist es nicht mehr hin. Endlich ist es nicht mehr lange hin. Wird Zeit, dass wir den zweiten Teil des Plans in die Tat umsetzen. Schleppen wir diese Kanonen rüber zur Burg der Monster und holen wir Barbarella dort ab. Bum, bum. Auf geht's, Chico. Na los, komm nur her, wenn ihr euch traut. Also dann, die Monster werden hier blaues Wunder leben. Es wird Zeit, Barbarella aus dieser Bock zu befreien. Bist du bereit, Chico? Vergiss die Kanonen nicht, du wirst sie brauchen, um die Gitterstäbe in der Zelle aufzusprengen. Ich werde hier bleiben, um das Lager kümmern. Okay, okay, ehrlich, Chico, du musst aufhören, mich anzugucken, als wärst du gerade wo reingetreten. Ich komme ja mit. Ich mache mir vor Angst zwar fast in die Hose, aber für Barbarella werde ich es tun. Das wär's, Chico. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, loszuziehen. Nö. Den Ärger mit euch mache ich mir nicht nochmal. Okay. Komm, wir spielen Hämmerling-Kloppen. Ja, 2 zum Preis von 1. Gutes Angebot. Ich bin so ein Assi, ich weiß. Ja. Ich hätte mich muten können, ich weiß. Oh, die halten mehr aus. Oh, ein Setzling, danke. Jetzt gibt's einen Baum mehr. Der Typ ist voll der Depp. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Lisa. Also, ich kann jetzt die Gitterstäbe aufspringen. Also gehe ich jetzt erstmal dahin, wo der Troll war. Sorry, ich wurde gerade verwundert, weil da so eine Hand einfach so in der Lava drin geschwommen ist, so wie, ach ja, mir geht's gut. Ne, wo der Troll drin war, weil da war ja so eine große Schatzkammer, die will ich dann natürlich gleich mal noch aufspringen. Da, 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 da. Ah, hier wird's Bolde. Es gibt auch ein Dutzend billiger, oder?